Genau, kannst du ja mal hinzustoßen. Das ist das Letzte, was wir gespielt haben, wo wir auch gelandet sind. Diesen Charakter, ich hatte ja auch gar keinen Charakter auf Stufe 167. Nur bei dem neuen, bei dem kostenlosen. So, dann werde ich dir mal. Mal die Nummer. Genau. Alter, das ist ja. 40, 41. Ja. Dann 28 Ja. und die 83. Das finde ich auch im Deutschen komisch, dass man die Zahlen rückwärts sagt. Ach so, 83 ist rückwärts. Ja, die 8 steht ja vor der 3. Ach ja, so, ja, stimmt. Ja, stimmt, man sagt ja nicht 83 oder so, ne? Ja, Ist das im im. Englischen schon. Ja. Und auch bei uns im Serbischen oder Ja. Jugoslawischen. Ja, stimmt, da sagt man ja auch 83. Ja, hast schon recht. Aber krass, ey, dass der die Spiele jetzt hier vertauscht hat. Das ist ja kein Wunder, das kann denn ja auch gar nicht funktionieren. Also. So. Alles klar, so. Ich gucke mir mal zu. Das ist ja immer wieder schön. So, hier sind wir ja stehen geblieben, ne? Genau. Ja. Was jetzt aber gar nicht mehr, wo wir langen mussten. Naja. Warte doch mal kurz, wir müssen uns erstmal begrüßen hier. Ach so, Guten hallo. Tag. Guten Tag. Wir haben keine Zeit. Wir werden gleich angegriffen. Ja, sich Gut. ausgetagt. Okay. 2000 Punkte gegeben oder so. Ja, das also den Geist zu besiegen, das gibt richtig Punkte. Warte mal, ich fass mal den Stein an, der hat mich angekratzt. Oh. Okay, jetzt bin ich wieder voll. Sehr gut, sehr gut. Muss noch mal gucken. Ach, ich habe ja sogar Aktionen noch. Oh. Alter, du kannst da bestimmt noch leveln, ne? Nee, ich brauche auch schon über 9000 oder so. Ah, okay. So, ich weiß auch gar nicht, wir können jetzt mit dem Fahrstuhl fahren. Wir könnten aber auch die Treppen noch mal runtergehen. Ja, dann gehen wir mal die Treppen runter. Ja, ich weiß echt nicht, wo wir. Eine Ecke. Oh, nichts hier. Das ist auf jeden Fall riesig gewesen. Ja, genau, wir sind ja hier rumgeirrt. Ja. Kannst du das hier öffnen? Oder ist das der Fahrstuhl? Das ist der Fahrstuhl, oder? Ich kann, warte mal, ich kann mal. Was? Nee, Oh. Da gab's sogar dein Zeug. Ja. Das letzte Mal hier verloren, das gibt's ja gar nicht. Alter, 13.000 Punkte habe ich zurückgewonnen. Heftig. So, hier kann ich aber nichts schalten. Und hier bei dem Schalter? So, warte mal, genau. Oh, ach, das war doch die Schleuse, wo wir Ach reingekommen sind, ja, ne? genau, und dann sind wir wieder reingerannt, weil es nämlich scheiße war da. Nee, da gehen wir nicht rein. Okay. Nochmal. Alles klar. Ja, bestimmt erstmal was anderes. Das war auf jeden Fall schweinegroß, das Ganze. Ja, definitiv. Jetzt sind wir wieder hier, ne? Ja, aber ich glaube, ging es hier nicht weiter? Doch. Warte mal, ich komm mal mit runter. Muss es doch hier. Das ist doch nicht nur die Tür. Doch, es ist wirklich nur. Okay. Ja, es nur diese Tür, um nach draußen zu kommen irgendwie, ne? Ja. Und da war es ja so hammerhart irgendwie. Ich weiß ja nicht, ob wir da überhaupt hin müssen. Ich will mal gucken, ob ich bei dem Charakter überhaupt noch leveln kann, bei den Punkten. Oder ob ich auch schon mehr brauche. Aktion habe ich auch noch. Nee, ich brauche schon 25.000. Über 25.000. Lass uns Fahrstuhl fahren. Jo. Komm, steig ein. Ich dachte, du brauchst mich nicht mehr. Komm, Fahrstuhl fahren.
Ja, das mit dem Schild ist auch gar nicht so verkehrt. Und jetzt eine Phalanx. Ja. Und der wollte ja ewig leben. Oh Gottes Willen. Ei, hallo. Das ist der Meister Lampe. Na. Die Reichweite hat es echt umbauen. Ja, der kann ganz gut um sich hauen. Was ich halt krass finde, dass ich trotz des Charakters hier so viel Kraft habe. Wie, trotz des Charakters? Naja, weil ich dieser andere, der 167er, den ich in dem anderen Hellpoint-Game habe, der hat gefühlt in dem Game nicht so viel Kraft. Also da kann ich mit Stärke über 50 oder so so einen Typen nicht platt machen. Ist wahrscheinlich anders aufgebaut, oder? Ach. Was suchst du denn? Zack, weg ist er. Oh, da sind ja Aktionen oder irgendwas anderes Schönes. Drücken. Heilwissen haben wir bekommen. Vielleicht können wir dieses Ding da benutzen unten. Da ist doch so ein Apparat, um seinen Heildingsbums zu verbessern. Ah, genau. Ich kann da nochmal kurz zurückgehen, nachdem du das da... Ja, geht ich nicht, oder? Doch, ich kann es mal... Achso, dann müssen wir nach Alma Mater Atrium. Ich weiß aber nicht, kommen wir da nicht her von Alma Mater Atrium? Naja, einfach nur zurücklaufen. Ich gehe mal auf Nein, ne? Dann können wir da mal zurücklaufen. Oh, das ist eine extra... Ah, ich verstehe. Da kannst du die Tür aufmachen oder bist du wieder in einer anderen Welt. Das ist wirklich riesig, also. Oh, ich bin die Treppe runter. Aua! Das sieht echt so aus. Voll Arbeitsunfall hier. Aber spielst du auch wieder mit Joypad? Nee, ich spiele mit der Tastatur. Okay. Und so irgendwie mittlerweile besser. Mhm. Also ich müsste mich einfach an den Krams gewöhnen. Ja, das stimmt. Da habe ich jetzt nicht... Alter, ich bin gestorben. Oh! Ach du Scheiße. Ach, weil du zu gesprungen bist und im Fahrstuhl gefahren bist. Ne? Das ist ja auch geil. Kannst du mich denn wiederbeleben oder muss ich nochmal einsteigen? Warte mal, ich kann mal gucken, ob ich dich zermatscht irgendwo sehe. Nee, ich sehe dich ja gar nicht mehr. Okay, dann gehe ich nochmal raus. Ja. Er hat dich ausgelöscht. Ach ja, so ist das. Ja. Okay. Ah, alles klar. Und kannst du verbessern? Ja, ich gehe da mal drauf. Also einmal konnte ich drauf gehen. Aber ob er die jetzt verbessert hat, kann ich dir gar nicht sagen. Also ich bin auf verbessere die ausgewählte Heilmethode für Ladungen. Hast du jetzt vielleicht drei Ladungen statt nur zwei? Nee, bei mir stehen immer noch zwei. Das ist echt komisch. Aber warte mal, ich will mal drauf gehen, weil ich habe nämlich jetzt gesehen, dass bei dem anderen Spiel war es so, da habe ich auch drei Ladungen gehabt. Hab erweitert und konnte dann aber nur zwei quasi sehen irgendwie. Warte mal, zeigt er mir da die Info irgendwie zu an? Nee. Kannst du ja mal probieren irgendwie, ob das bei dir klappt. Was war das denn? Der Geist ist umgefallen. Echt? Ja. Bei mir ist gar keiner hier. Ach so, ich kann jetzt wählen, heilende Injektion oder Antistrahlungsinjektion. Hm. Was hast du gewählt? Hm. Ich habe die Heilung. Ich wusste gar nicht, dass wir Antistrahlungsmedizinzeug haben. Ich weiß auch gar nicht, für was braucht man das denn? Ach hier, das kann man sogar auswählen. Doch, bei mir steht aber jetzt heilende Injektion plus 1. Warte mal, ich gucke mal bei mir. Ja, plus 1 steht bei mir auch. Denn okay, dann wird das wahrscheinlich dann 3 sein, aber unten steht noch die 2, ne?
Ja, bei mir steht auch noch zwei. Na gut, dann können wir wieder Fahrstuhl fahren. Oh, steig ein. Hey, du kannst ja dein Schwert so schön verlängern. Ja. Du hast bestimmt auch schon irgendwelche Specials für deine komische Scherbe. Ja. Ach, hier ist es doch so, dass ich jetzt diesen Würfel da über mir habe, ne? Ja. In dem anderen Hellpoint-Spiel ist das so, wenn ich da den Würfel habe, dann ist der wie so eine Art Taschenlampe. Funktioniert der? Okay. Mal da oben weiter rumgucken. Ja, können wir machen. Mal Wer schauen. kennst du dich hier aus? Nee, überhaupt nicht, gar nicht. Ich hätte es ja, wie gesagt, gar nicht mehr gezockt, weil den Level wollte ich auch für uns behalten. Also, dass wir den immer zocken. Ja, macht ja keinen Sinn, wenn ich den dann weiter zock. Okay, jetzt bin ich hier oben gelandet. Geht's da irgendwo hin? Nee, da bist du quasi wieder nur oben, wo wir den Typen platt gemacht haben. Okay. Also. Kann man dann irgendwo hin? Nee, genau. Ja gut. Kannst du ja runterkommen. Ja. Zack, da bin ich. Auf jeden Fall habe ich noch ein Schild gefunden. Ah, sehr gut. Was ist das für ein Ah, ich sehe da hinten auch noch mal einen Würfel. Sehr gut. Hier ist auch noch einer drin. Modell Nahkampf Stärkekonduktor. Ah ja. Brauchen bestimmt wieder so eine Maschine für. Ja. Vermute ich mal auch. Ja, die Wand sieht hier brüchig aus. Geht aber leider nicht. Ja. Wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Oh, hier ist eine interessante Tür. Ach so, hier, genau. Aber die geht nicht auf. Nee, kann ich auch nicht öffnen. Es war auf jeden Fall riesig hier, ne? Oh, hier ist wieder ein Kollege. Oh. Wieder der letzte Überlebende vor den Kreuzrittern. Schlaf gut. Ja, ach ja, genau. Vielleicht gehen wir erstmal. Oh, hier ist ja nochmal so ein Riss. Ach, den hatten wir letztes Mal schon. Genau. Können wir uns mal Kurz kurz heilen. aufladen? Mal, was es hier noch so gibt. Oh, hier gibt es auch noch was zum Sammeln. Okay. Ach, aber da kommt man nicht rein. Ich habe gar nicht Ah. gesehen, dass das eine Scheibe ist. Von der Seite hier, ne? Ja. Ein Riss-Synchronisator habe ich bekommen. Das ist natürlich Hammer. Okay, dann setze ich den mal ein gleich. Was macht der? Ich glaube, der verursacht, dass du die nach wie heißt es? Warte mal. Also verbinde den Riss mit anderen und das Reisen zwischen ihnen zu ermöglichen. Genau. Ach Da so. kannst du dann hin und her reisen, irgendwie von Riss zu Riss. Das ist ja gerissen. Oh, da gibt's ein neues Vieh. Oh. Ich hoffe, nettes. Ja, es sieht sehr nett aus. Ich muss mal kurz hier was einsammeln. Okay. Ach, eine Säule ist das. Okay. Oh, hallo. Nur eins habe ich platt gemacht. Und jetzt da noch ein zweites. Ui. Okay, ich gehe noch mal den Stein anfassen. Okay, ja. Ich will mal gucken, ob hier was drin ist. Oh nee, das ist ja wieder ärgerlich. Weil hier das Game kaputt ist, sozusagen, komme ich hier in diesen Raum nicht rein. Oh, ist doch zum Kotzen. Ist wieder so ein Phänomen, dass ich nicht auf den Stein springen kann. Sondern nur durchgehen kann. Ah, ich sehe aber wieder ein Versteck.
Kann ich dir nicht irgendwie Räuberleiter machen? Ah, das wäre auch klasse. Ah, ich bin drin. Hier von der Seite kannst du rein. Ah, super. So, ich Oh. habe wieder was eingesammelt. So. Gute neue Rüstung. So ist quasi. Bist du da reingekommen? Hier, ja, genau von der Seite da, also Ja. von dieser da, hier. Von hier Ah, kommst okay. du. So schräg rein, genau. Zack. Schlechtes Ach, und dann. Timing bei mir. Ja, man muss ziemlich schräg springen halt. Das ist voll super, Mann, ey. Ah, ich auch. Genau. Ist hier noch irgendwas Verstecktes? Ja gut, da haben wir jetzt nicht viel gewonnen. Nee. Irgendwie. Weil man kommt hier einfach hoch. Ja. Da unten waren auch so ein paar Fische, die es gern wissen wollten. Schon mal weiter. Man weiß gar Ah, nicht, wo es gehen soll. hier ist auch noch was versteckt. Hier auch. Eine Ration habe ich gefunden. Da liegt nichts. Hier oben ist noch was. Ah, okay. Ein geladenes Prisma, hast du das auch jetzt bekommen? Ja. Ist auch spannend. Ja, Hier da kann gibt's, man glaube ordentlich ich. bauen irgendwie. Da ist auch nichts. Ja, aber man findet nicht so oft diese Werkbänke, oder? Nee, eher selten. Das sieht ja auch verdächtig aus hier, aber ist leider auch nichts. Da ist noch so ein Kollege. Oh. Ist er jetzt weggelaufen vor uns, oder? Ja. Hier unten gibt es ja auch was. Ah. Neue Waffe. Kann ich mal gucken. Point Guard oder so. Ah, hier ist auch noch was. Um die Kubusheizung habe ich bekommen. Was ist das denn? Alter, das sind ja Sachen, die hat man ja noch nie gehört. Sehnenverstärkung leiste mehr mit weniger Ausdauer, allerdings bei einer schwächeren Konstitution. Okay. Da haben wir nämlich auch schon viel, ne? Also, auf die Pyramide gehst. Photonverstärker, Aktionkondensator. Oh, du hast Aktionen eingesammelt, 333. Genau. Was ist das da? Ist. Wo hat das da her? So eine Waffe, so eine komische Waffe, wo ich nicht mal laufen kann. Muss Ah, ich sagen. genau, das sind wir noch zu schwach wahrscheinlich zu. Ja. Kann ich hier laufen? Oh Gott, mit dem Ding kann ich auch nicht laufen. Alter. Das sieht aus. Ja, das ist sehr langsam dann, ne? Ja. Waren wir denn jetzt hier überall schon? Ich glaube schon, ne? Haben wir hier? Und da haben wir ja den Typen platt gemacht, aber ich weiß nicht, ob wir. Ja, hier waren wir. Okay, ja, sonst können wir da zu deinen Fischen, nur da, wo du meinst. Ach so, genau, ja. Müssten wir theoretisch wieder runter. Ich vermute mal, dass wir hier lang müssen. Hier ist die Scherbe, ne? Hm? Hier ist die Scherbe, die wir hatten. Ah, okay. Kannst du dich auch aufladen? Also wir kommen eigentlich aus der Richtung. Benutzer transportieren. Also hier kann man jetzt Sprünge machen sozusagen, ne? Soll ich uns beide da mal zu der anderen Verbindung teleportieren?
Ja. Brauchen wir den Weg nicht laufen, ne? Was zu machen? Warte mal, Nutzer transportieren. Embassy, großer Saal. Observatorium, Podium. Arcology, Brücke. Ja, aber das ist alles nichts, wo wir hinwollen. Okay. Dann würde ich sagen, dann laufen wir doch. Wir kamen von hier, ne? Ich glaube, ja. Oh, hier sind aber unsere... nagel mich nicht fest. Ach, ja, da sind Fische. Ja, ja. Ist es kack? Echt übel, die Kollegen, ne? Ach, die war aktiv hier. Aber ist hier noch irgendwas? Nö, ne? Sonst könnten wir auch durch diese eine Tür gehen. Du meintest, da gehen wir lieber nicht durch. Ach so, ja, können wir auch machen. Weißt du noch, wo das war? Nee, weiß ich nicht mehr. Von der anderen Seite verschlossen steht. Ja, bei mir auch. Ich habe keine Ahnung mehr, wo die Tür war. Könnte aber hier irgendwo in der Nähe sein. Ziemlich am Anfang, oder? Hier ist sie nicht. Ach, die war doch hier beim Splitter, oder? Nee. Ich höre irgendwelche Monster hier aus der Richtung. Ah, warte mal, da ist der Fahrstuhl, ne? Von wir kommen ja quasi hier aus dem Fahrstuhl. Dann sind wir ja lang gelaufen, haben den platt gemacht. Genau, und dann kann das sein, dass das hier war? Ja, wahrscheinlich. Das sah komisch aus. Du bist neben mir her gar nicht gelaufen, sondern so, warst so wie am Schweben irgendwie. Ja, das ist alles noch nicht ideal. Nee. Oh, ich höre hier irgendwie. Oh, hier gibt's Viecher. Ah. Auch wieder so ein Raketen-Johnny. Ah, da oben auch noch einer. Okay, haben wir hier noch nicht. Nö. Oh, da ist auch wieder einer. Oh ja, jetzt schwebst du. Jetzt hast du gerade geschwebt. Und zwei davon. Ja, super. Scheiße. Oh, ich bin draufgegangen. Ja, ich auch fast. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Muss mich verteilen. Ah, ich bin. Mal gucken. Also, ich denke mal, wir landen wieder am Stein. Ja. Okay. Also mal gucken, wo muss man jetzt lang? Wieder zurück, glaube ich. Oh, wo sind wir denn lang gelaufen? Wie sind wir denn da? Oh, oh, die sind ja wieder da, die Viecher. Okay, sehr gut. Dann fasse ich nochmal kurz an, weil es so schön war. Ach, ich weiß, wo wir lang sind. Okay. Dann folge ich dir mal. Muss man doch vom Fahrstuhl aus dann auch. Ach, da in die. Ja, hier rein. Okay, Vorsicht, da ist ein großer, ne? Ja. Oh, der hat aber wenig gebraucht. Aber ich glaube, wenn man die so von hinten erwischt, ohne dass die das merken, dann. Oh.
Schütze hinterhältig. Dass erstmal schön hier seine Spitzen aus dem Boden kommen. Ja, und dann sind wir irgendwie hier lang, glaube ich. Hm? Dann hier hoch. Genau, das kommt mir bekannt vor. Ich muss nur ein bisschen auf meine Energie aufpassen. Da war ich ein bisschen leichtsinnig irgendwie. Wie viel schneller du die wegmetzelst als ich, brauch dann 80 Schläge für. Hm. Stärke hast du mittlerweile? Über 40, ne? Warte mal, ich gucke mal. Ja, ich habe Stärke 45. Das ist echt fett. So. Da gibt es auch einen Fisch, aber wir können ja erstmal hier hin und uns nicht töten lassen. Okay. Super, den haben wir schon mal in meiner Aktion einsammeln. So, den haben wir auch platt. Jetzt kommt noch der große. Ach, du hast den großen auch schon platt gemacht. Oh. Kognitionsmodul. Das brauche ich auf jeden Fall. Ja, ne? Ich wollte schon immer eins haben. Oh. Da oben ist noch was. Oh, da müssen. Genau, gucken wir hier erstmal. Genau. Warte mal, ich hol mir das mal. Es geht. Den Würfel. Das ist ganz schön weit. Nerd. Ah, scheiße, ich blöd, Mann. Oh nein, ey. Alter, ich bin ab. Ich hätte auch mal Sprungknopf drücken sollen. Weil die. Ja, die Würfel sind ja. Vielleicht kann man da sogar von unten hoch. Ich weiß, weil. Die Würfel. Nicht die Würfel. Die Quadrate, die waren ja. Bisschen weiter oben. Ja. Okay, jetzt müssen wir den Weg wieder zurückfinden. Ja. So, du bist hier der Reiseführer. Hier gleich. Ich wollte gerade sagen, hat der jetzt Kraft getankt? Ist der da nicht drauf? Oh, der hat mir. Hier müssen wir lang einfach. Ich habe mir noch so ein paar Aktionen da gelassen. Genau, hier ging es ja hoch, ne? Ja. Diese Raketenheinze. Silvester Andi. Die sind aber auch nervig, ey. Oh, toll krach. Da war ja nichts, ne? Genau. Hier sind doch deine Aktionen hier oder dein totes Zeug. Ja, genau. Jetzt muss mal gucken, was habe ich denn hier falsch gemacht? Weil ich bin einfach nicht gesprungen. Ach, hier geht's doch. Hier müsste man rüberkommen zu den Würfeln, oder? Ja. Ach, dann komme ich aber hier nicht weiter. Ich auch noch mal von oben zu springen, mal gucken, ob ich auch. Okay. Aua! Alter, ich bin gestorben hier oben. Ah. Hä? Das war gar nicht so hoch.
Ich denke mal, ich muss dann noch mal connecten. Kann ich dich, warte mal, ich guck mal, ob ich dich wiederbeleben kann. So. Den Kognitionswürfel kann man jetzt einsetzen. Okay. Da in diesen Slot, wo wir noch nichts hatten. Und du Escape drückst. Oh, deine Leiche ist weg. Ich bin ja auch hier oben. Ich bin auf dem Würfel gestorben. Deswegen wundert es mich ja. Ich bin auf dem Würfel gelandet und gestorben. Okay, warte mal, dann gucke ich mal, dass ich da mal hinkomme. Dann wirst du wahrscheinlich auch sterben. Ja. Ja, es macht eigentlich keinen Sinn, hast recht, also. So. Warte mal, wo war ich denn? Genau, von hier aus bin ich ja von gesprungen. Ne. Ach, du musst die andere Leiter nehmen. Gut, dann werde ich mich wiederbeleben. Jo. Ja, das ist, glaube ich, sogar wirklich sinnvoller, ne? Wenn man das so macht irgendwie. Ja, ich muss halt immer nur Spiel verlassen, dann kann ich wieder joinen und dann ist gut. Es geht ganz gut. Das ist trotzdem Rätsel, wie kommt man da hin, ey? Keine Ahnung, vielleicht kann man doch irgendwie weiterspringen oder so. Oder irgendwann fliegen. Ja, das kann sein, dass man so eine Art Raketenantrieb kriegt, oder? Okay, hier ist quasi. Hier ist aber auch nichts weiter. Dachte, dass ich hier nochmal Wunder irgendwas Schönes finde oder so. Aber nichts ist. Nö. So, das ist die Stelle, da waren wir ja schon, oder sieht die nur so ähnlich aus? Warte mal. Ja. Nee, da waren wir schon. Das ist ja geil. Ich kann einen Gegner platt machen, ohne die Welt da zu betreten. Gerade, weißt du, du hast doch diese orangene Wand, wo du normalerweise durchgehst. Und da habe ich gerade einen Gegner, der irgendwie durchgeguckt hat, platt gemacht. Oh. So, aber wir suchen ja noch diese eine Tür immer noch, ne? Ja. Ich habe keine Ahnung, wo die ist. Oh, da ist noch ein Vieh. War ja ziemlich am Anfang, oder? Also ich meine. Das Gefühl habe ich auch. Ich lade mich mal kurz auf. So, dann will ich mal meine Aktion verbrauchen und dann kann ich, glaube ich, wieder leveln, ne? Ja. Ich glaube, ich nehme mal... Oh, ich habe die Tür gefunden. Ah. Okay, so, ich habe einmal Ausdauer gelevelt. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich die finde. Ja. Bist du rechts lang gelaufen? Warte, ich habe gerade Probleme. Ah. Ich werde fett angegriffen. Bist du bei dem Stein, sonst komme ich zum Stein. Ja, ich bin beim Stein. Warte, dann komme ich da mal hin. Ich müsste noch dahin finden, glaube ich. Ach, da bist du, ich komme dir entgegen. Siehst du mich? Ah, du musst dich auch aufladen, ne? Ja. Jo. Oh, hier muss doch irgendwo einer sein. Wo ist ja, der? Oben.
hier müssen wir lang. Ah, hier ist er. Sehr gut. Dann können wir hier rein und dann geht's zur Tür. Ah, super. Doch, oben. Ah. Ja, wer soll sich das alles merken? Das ist ja. Hier. Stimmt, da ist sie. Mal gucken, wo wir da landen, aber ich glaube, wir sind da letztes Mal auch nur so durchgerauscht. Meinst du, da waren wir? Ich glaube, das war da, wo dieser Außenbereich war. Nee, hier waren wir wirklich noch nicht. Na, siehst du. Na, das ist doch schön. Aktivierung Augenturm 2 haben wir gefunden. Ach doch, hier waren wir schon. Ja. Also so einen Turm hatten wir schon mal, aber ich weiß nicht, ob es der gleiche war. Oh, Fahrstuhl? Oh, da war ich aber jetzt fix. Ich dachte eben, das wäre was anderes. Okay, das letzte Mal konnten wir den Fahrstuhl nicht benutzen. Vielleicht ist es doch ein anderer Turm. Ja. Oder wir haben jetzt was freigeschaltet oder so. Du hast ja irgendwann mal einen Turmschlüssel gefunden. Stimmt, ja. Wo wir nicht wussten, wo wir ihn einsetzen, ne? Ach, dann sind wir hier wahrscheinlich gelandet, oder? Beim letzten Mal? Ich weiß gar nicht. Ach so. Ja, hier waren wir doch. Hier ist auch was. Hier ist auch ein Hebel. Oh, noch ein Fahrstuhl. Oder? Nee. Er hat den ganzen Turm hoch. Okay. So, interessant. Kommst du zum Turm, fährt der Turm weg. Echt? Tja. Jetzt noch höher fahren. Wenn ich jetzt hier drücke. Der Fahrstuhl runter und dann kann man noch eine Ebene höher fahren. Alter, richtig gut. Oh, das ist ja verzwickt gemacht. Ja, man muss einfach nur wild rumlaufen und dann irgendwelche Knöpfchen drücken. Ja. So. Oh, jetzt fahren wir richtig hoch. Oh. Ja, jetzt geht's ganz bergauf, oder? Bin mal gespannt. Boah, das wäre auch cool. Steigst du im von einem Gebäude in den Fahrstuhl ein und dann fährt das Gebäude los. Alter. Ja. Und der Fahrstuhl steht. Genau. Kriegst du keine Höhenangst, kriegst du Wandangst oder so. So, was ist das jetzt hier? Hier komme ich. Ah, alles klar. Hier waren wir noch nicht, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich habe immer so das Gefühl, wir haben vor ein paar Tagen diesen Außenbereich irgendwie noch gar nicht so richtig gesehen. Wo ist denn das hier, ne? In diesem Jahr begegnen wir das Jahr 200, Jubiläum der Erschaffung von Irith Novo. Tausende werden bei den Feierlichkeiten im Unions Park an diesem Sonntag erwartet. Seit der Gründung als Bergbau- und Handelseinrichtung im Jahre 2565 ist Irith Novo gewachsen und hat sich zu einem Elite-Forschungszentrum und einer Kolonie entwickelt. Das ist ja schön. Wir freuen uns. So. Oh, Fahrstuhl. Oh. Hier gibt es noch einen Riss. Oh. Dann wollen wir den mal aktivieren. Ja. Oder besser gesagt stabilisieren. Das ist aber ein schöner Riss. Alter, hier waren wir wirklich noch nicht, ey. Das ist ja enge, düstere Gänge hier.
Gleich kommt da wieder irgendwer um die Ecke geschossen. Wahrscheinlich. Oh. Hier ist nichts zum Eins. Ich habe euch frech gewartet. Genau. Ich werde euch vernichten. Ne? Oh doch, hier gibt's neue Viecher. Oh, hallo. Das sieht aber gut aus. Vielleicht geht die Tür auf. Gottes Willen, ey. Oh. Noch einer. Alter, der hat mich erschreckt. Alter, das ist ja echt Zombiehausen hier. Jetzt habe ich hier die Tür aufgemacht, aber hier ist nichts drin, ne? Von Zombie. Oh. Sahen die ein bisschen so aus wie aus Half-Life. Ja, stimmt. Ach, diese komischen langen Arme und so, ne? Ja, mit den Fingern, ja. Ja. Alter. Die sind nicht wirklich schaden. Alter, die sind aber erschreckend schnell und kommen denn da um die Ecke und boah. So, mach's mal hier lang, oder? Ja. Ja, das ist echt eng hier überall. Modell Schusswaffenkonduktor. Warte mal. Ah! Kommt der denn da her? Warte mal. Der, ich habe zu lange auf dich gewartet. Ich habe nämlich gedacht, da geht's. Ach du Scheiße, jetzt gibt's auch noch gar noch rote davon. Wer weiß, was die alles können, ey. Antistrahlungsinjektionen, die hatten schon wieder. Okay. Ist nicht mehr weit. Kann ich den bedienen? Wen? Ich dachte, ich könnte hier irgendwas drücken oder so. Ach so. Nö. Ich sah, hier drinnen gab es auch nichts zum Drücken. Hm. So. Merkwürdig. Ah, ich heile mich mal. Mhm. Mhm. Das ist eine merkwürdige Konstruktion. Hier führt eine Treppe ins Nichts. Ja. Warte mal, geht's hier auch runter? Ja, aber der wird. Tot wahrscheinlich. Ja, wenn man da runterfällt, hat man, glaube ich, ein Problem, ja. Ich weiß gar nicht, kommen wir von hier oben? Nee. Das ist neu. Okay. Einen habe ich gekillt. Alter, ist aber... Wie hoch geht denn das hier noch? Oh. Oh, wer bist du denn? Aus für die Endgegnerin aus dem ersten Level. Aber hier gibt's einen Schalter. Okay, sehr gut, weil hier hinten ist nämlich so eine Art orangenes Tor wieder. Oh. Oh. Hallo. Ah. Oh. Wollen mich mal kurz weg, dass ich mich mal heilen kann. Ja, aber ich kann mich gar nicht mehr heilen. Dann mal. Ich helf dir mal. Ah, jetzt kann ich mich wieder heilen, ey. Oh. War eine knappe Aktion. Ja, das hat sich ja richtig gelohnt. 66 Aktionen. Oh, lächerlich. So, wenn man hier um die Ecke geht, dann kommt hier so ein... Ah, ein Boss oder was? Ja, irgendwie. Ja, dann? Ich hab gar keine Heilung mehr. Oh, hallo. Oh.
wirken. Wo ist die denn hin? Ach, da. Aber das ist ziemlich einfach. Jo. Ja, wie im ersten Teil. Also, ganz am Anfang. Der erste Endboss sozusagen. Oh, Aktion, Verbrauch. 66, naja. Oh, 26.000 Level kosten. Na, ich kann doch nicht mal leveln, ne. Okay, aber dafür geht's jetzt hier weiter. Ah, hier liegt noch was. Nice. Oh. Gleich mal gucken, was das für ein Zeug ist. Ach du Scheiße. Da hinten ist einer. Der will's wieder wissen. Okay, dann gehe ich mal um die Ecke hier. Ach, das kann ich gar nicht tragen. Ah, ich kann was Neues bei mir aktivieren. Bewusstseinsmodul kann ich bei mir aktivieren. Kognitionsmodul. Das ist das, was ich vorhin meinte, wo jetzt quasi, wo wir was Neues einsetzen können, wo wir vorher nichts von hatten. Ah, okay. Macht die Kognition etwas besser. Das ist gut. Ja, der links. Ach, da. Oh Gott. Ja, das ist wieder einer, der große Kugeln schießt. Ja, gehen wir da mal hin. Ach, der kann nichts. So ein Lappen. Oh! Per Kopf. Gucken, ob man ihm die Waffe abnehmen kann. Na, du Lappen. Oh, ach, war das alles oder was? Alter, was für eine Waffe, ey. Die ist ja richtig fett. Oh, hier geht's weiter. Ah, warte mal, ich will bei der Treppe nochmal gucken. Ob hier noch irgendwas ist. Nö, nee, schade. Meistens so, dass man hier irgendwie nochmal was einsammelt, aber. Nicht heute. Nö, nee, irgendwie. Vielleicht hier in der Ecke was versteckt? Nö, nee, auch nicht. Ja, auch nicht. Okay. Jetzt kommen wir wieder zu Alma Mater. Okay. Aber da hinten ging ja auch noch eine Treppe hoch, ne? In ja. Dieser Welt. Stimmt, warte mal dann. Oh. Geht mal wieder zurück, wa? Kommen wir denn jetzt hier wieder zurück? Kann nur von. Scheiße. Das war dieser Mist. Standen wir nicht vorhin vor der Tür und haben gesehen, dass. Oh. Mal die Tür hier öffnen. Ja. Oh. Alter. So, genau. Sandsturmbrille haben wir bekommen. Ja, und dann auch noch der Typ, der da rumhängt. Oh, der steht gut. Ja, wir gleich umkloppen. Waren wir hier auch schon mal? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Also ich kenne mich. Nee, ne? Außerdem gab es hier, also ne, diese Viecher gab es ja vorher nicht. Materialfestes Plasma. Nee, stimmt. Ja, die Viecher sind ja auch neu, hast recht. Die alten Langfinger. Oh. Ja. Hey. Das sind ja jetzt hier die Endbosse. Ach du Scheiße. Das hat mich gleich zerlegt, ey. Was sind das? Alle Endbosse, die es gab? Vorteil wäre natürlich jetzt, wenn wir da spawnen, wo wir vorhin waren. Ach ne, wir spawnen hier sogar. Bei diesem Riesenstein, wo der Boss war.
halt. Was? Hier? Ja, ich dachte beim Boss. Ja, ich hab auch gedacht, dass wir in dem anderen Level irgendwie nochmal spawnen oder so. Hier oben die Treppe, die ging ja rechts nicht weiter. Oder bist du gesagt, da war nix? Ah, hier ist auch. Hier ist er wieder. Ah, hier ist auch ein Fahrstuhl, ne? Hier könnten wir abhauen. Bis dahin. Da. Oder wir machen ihn hier im Fahrstuhl fertig. Guck rein. Ja. Kannst sonst nichts. Der schießt doch mal seine komischen Blitze, ne? Ein Fahrstuhl wäre natürlich optimal. Warte, ich mach den jetzt klar. Oh, das ging ja doch fix. Ah, dein Charakter hat aber auch schon Dampf. Naja, es geht so. Oh, da hinten kann ich nicht mehr. Oh! Hier muss noch einer von denen rumlaufen. Ach, hier ist er. Oh. Oh. Ich muss kurz heilen. Nee. Ey. Verpiss dich, Mensch. Ja, nice. Und hier gibt's was zum Sammeln. Oh, ist ja gut. Oh, 555, das ist schon mal gut. Man muss ja richtig an die Wand ranlaufen, bis man überhaupt sieht, dass da eine Wand ist. Mhm. Das finde ich auch problematisch, gerade wenn man dann vielleicht nochmal einen Abgrund erwischt oder so. Oh, hier muss noch einer sein. Ja, da unten ist er. Oh. Der wollte uns schon wieder fächern. Ah, da läuft doch noch einer von denen rum hier. Wie viel gibt's denn von denen? Ich habe da eben einen gesehen, oder habe ich was an... Schon die Illusion hier. Oh. Oh nein. Ach du Scheiße. Da ist ein Jump and Run. Oh. Ah. Ja. Das hasse ich ja. Oh, da ist ja noch ein ganz dicker. Nee, doch nicht. Alter, ich dachte eben, dieser Schatten da im Hintergrund. Lichtkonduktor. Okay, ach du Scheiße. Oh, aber da ist irgendwas Neues. Ja. Das sieht witzig aus. Boah, das war aber auch knapp. Alter, das ist aber auch ein lecker Vieh. Aus wie Tyrannosaurus Rex. Ja, so. Ja. Man weiß gar nicht, wo man hinlaufen soll. Nee, das ist echt. Ah, hier ist was. Ein kühnes Abbild und ein Riss. Oh, super. Ist aber auch riesig, ey. So, mal ein paar Aktionen einsammeln, aber es reicht nicht zum Leveln. Ah, hier ist sogar noch eine Leiter. Kann man erreichen. Ah ja. Oh, das ist aber schwierig, die zu erreichen. Na super. Ah, toll. Na super. Danke.
Und dafür hat man sich halb den Hals gebrochen. Ja, und man kommt nicht mehr zurück. Ja, du kannst nach unten fahren und dann kannst du rückwärts springen. Ja, das... Schwupps. Liegt meine Leiche noch irgendwo da? Warte mal. Nee, ich sehe dich nicht. Gehe ich nochmal raus. Wir sind ja eh beim Stein. Das genau. Dieses Spiel. Ja, das ist echt. Es könnte richtig, richtig gut sein, wenn die da noch schön dran arbeiten. Ja, das stimmt, aber da ist echt viel Arbeit noch drin. Aber zu zweit macht es auch mehr Spaß als alleine. Ja, definitiv. Es ist ja auch ganz witzig. Es hat halt nur so komische Aspekte, ne? Ja. So, dann trete ich nochmal bei. Oh. Haben sie mir gesagt, ich soll mehr auf meine Haltung achten und gerade sitzen. Ja, aber das macht man alles so sehr unterbewusst auch, ne? Also. Ja. Ah, es geht, kenne ich auch. Also, ich habe heute auch beim Sport manchmal gemerkt, dass ich ein bisschen krumm stand auf dem Crosswalker, dann habe ich mich wieder gerade hingestellt. Das ist echt manchmal das A und O, ne? Oh, hier können wir was aktivieren. Zugangsdatum zum Ministerium bestätigt, verdächtige Unterhaltung aufgezeichnet. Hier gibt es noch so einen Würfel. Oh. Okay, ja, das war nur was zum Lesen. Oh ja. Ich kann das gar nicht aufnehmen. Okay. Ration und hier ist noch... Eine Aktion. Dieses Ration-Ding habe ich gar nicht gekriegt, aber das ist ja wahrscheinlich irgendwas, was man für die Queste hier braucht oder so. Oh, hier ist auch noch eine Tür, ne? Mit einem grünen Schalter. Ah, du hast noch eine Tespiana-Keule gefunden. Genau, da gucke ich gleich. Alter, es ist ja auch schon wieder so groß hier. Ah, warte mal, ich guck mir mal deine Keule an. Alter! Ist voll gut. Ja. Heftiges Teil, ey. Kann er wieder nicht laufen. Ja. Naja. Aber jetzt geht's hier wieder runter. Jetzt können wir da aber auch durch die Tür. Man weiß gar nicht, wo man lang soll, ne? Nee. Ich kann ja mal die Tür aufmachen und gucken, was dahinter ist. Ich weiß nicht, ob das so eine Art Fahrstuhl wieder ist. Das war so eine Axt, genau. Ah, hier ist ein... anderes. Sehr gut. Aber das ist ein Fahrstuhl, oder? Wenn du jetzt hier drückst. Ja, das kann sein. Warte mal, wenn ich hier drücke, dann... müsste ich... Ach, den könnte ich wieder Alma Mater Atrium hin. Ach, lass uns erstmal hier umgucken. Ne? Genau, würde ich auch sagen. Wir sind ja von den Loot Boys. Sollen wir mal gucken, was man hier so findet, ey. Ja. Zum Beispiel ist was. Ja. Ach so. Die Stange wieder, die schöne. Ja, wieder schönes Insulin. Hier verschwinden bei mir die Texturen, wenn ich hier rangehe. Okay. Ja, stimmt, bei mir auch. Ist ja geil. Gehst ran, auf einmal, zack, ist da nur noch die Wand. Ja. Krass, wer das zusammengeklöppelt hat. Oh, da oben ist wieder einer.
Sack. Hat er mich schön von unten gefächert. Echt so? Ich hab, war jetzt beschäftigt. Ja, nicht schlimm. Ich hab ihm erstmal ein paar verpasst. Das. So. Oh Gott, ey, es ist ja wieder riesig. Oh, hier kann man auch mit so einem Treppending fahren. Oh, cool. Das Geräusch ist ganz geil, finde ich, wenn er da hoch rauscht. Das stimmt. Oh, Flammenwerfer. Oh nein. Oh, du brennst. Ah, ich auch. Oh, ich bin sogar gestorben, ey. Ja, ich hab mich geheilt. Nichts. Heftig, heftig. Mal gut, dass wir den neuen Riss entdeckt haben. Ja. Alma Mater, ey. Das ist ja auch hier so mit gleich so eine Alman-Welt, ey. Da gibt's gleich Feuer. So. Oh, jetzt haben wir eine ganze Aktion. Meine Kraft ist weg. Wir finden Dani wieder hin. Ja, das kann sein. So eine große Treppe, ne? Ja, wahrscheinlich diese hier, oder? Ja. Dann sind wir, glaube ich, hier rechts rum. Mhm. Ja. Ah, der hat auch eine fette Wumme irgendwie. Ah ne, ein dickes Schwert. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh nein, jetzt habe ich eine Heilung verbraucht. Oh. So. Ja, hier sind auch meine Aktionen. Aua! Au! Alter, der hat mich gekischt. Übel, übel, ey. Hier sind ja schon wieder alle irgendwie unterwegs. Ach, das ist auch der Raum, oder? Nee, das ist was anderes. Ich denke mal, du kommst auch niemals mehr hier hoch, oder? Nee, wahrscheinlich. Nee, ja, ich bin auch gestorben. Aber das war in der Situation, glaube ich, sogar besser. Alter, übel, ey. Alter. Das war ja wieder vom Allerfeinsten. Oder ja. War das dieser Raum, wo wir... Nee, da waren noch einige, einiges Zeug zum Einsammeln. Ah, okay. Auf jeden Fall da in den Ecken. Das hätten wir eingesammelt sonst. Müssen wir da irgendwie runterspringen und gleich wegrennen oder so? Ja, das wäre gut. Also erstmal gucken, wo wir überhaupt sind. Das ist ja auch so dunkel da. Mhm. Dunkeldeutschland sind wir da. So, ich trete mal wieder bei. Oh. Kommen Sie mal schön rein hier. Okay. So. Okay, ja, wir sind dann rechts lang gelaufen, ne? Aber vielleicht können wir ja auch hier links mal lang laufen erstmal. Oh.
Vielleicht kommen wir auch von hier aus so in den Raum. Ja, wahrscheinlich. Das wäre natürlich toll. Mhm. Okay. Das gar nichts passiert, ne? Doch, es kommt ein Stuhl da. Ah. Eine Brücke. Oh. Aber jetzt kommen wir bestimmt in den guten Raum. Ach, jetzt fährt er nach unten? Ja. Das ist ja blöd. Mal wieder hochfahren? Ja. Ist das nicht der Raum hier unten? Das ist der Raum. Das ist der, ja? Ja. Auch schon die erste. Boah, ist voll mies, dass man sich so gegenseitig behindern kann, ne? Das stimmt. Was hab ich? Bin ich nicht durch, da? Alter. Hat echt den ersten Schlag gelandet. Alter, 999 Aktionen haben wir eingesammelt. Ja, das ist doch der, ne? Das hier ist doch alles voll mit. Nee, das ist nicht der. Oder gibt's einen List? Ich steig da selber schon gar nicht mehr durch. Ah, da ist ein Riss. Oh, Alter. Da wäre ich ja beinahe ins. Irgendwo reingesprungen, wo ich nie wieder rausgekommen wäre. Aua! Ey, ich bin hier gerade am Riss, du Nase. Oh, hier muss man echt aufpassen beim Kämpfen, dass man nicht verkackt. Ja. Okay, jetzt kann ich mich hier am Stein mal ein bisschen aufladen. Bin es aber auch hier mitten am. Oh, hier gibt es sogar drei Türen, ne? Oh, sehr gut. Gucken, was passiert, wenn ich. Alter! Ne, da können wir wieder nach Altramatrium reisen oder so. Der nächste? Der nächste ist. Auch Alma Mater Atrium? Die gleichen. So. Der hier? Auch. Es ist so, ich habe das Gefühl, das sind so Querwelten irgendwie. Wir reisen jetzt immer von einem zum anderen, ne? Ja, und so. Und man kommt dann in andere Bereiche, ne? Ja. Mal hier hochfahren. Ist aber auch merkwürdig, hier ist auch nichts. Ja, das stimmt. Hier ist eine Tür, die ist aber nicht auf. Oh, ich hasse das. Bei mir irgendwie hat sich dieses Klettern und Verbinden verhakt. Das steht jetzt immer mitten auf dem Bildschirm. Oh. Und dann steht da Hold Switch Action. Okay, das ist ja ganz geil. Wollen wir dann hier reinreißen oder was? Können wir machen. Ich vermute mal so und so, dass wir wieder nicht alles sehen werden, weil es irgendwie 1000 Abzweigungen gibt und. Ja.
Und ich habe auch keine. Es gibt ja auch kein Ziel oder so. Man weiß ja auch gar nicht, was man da macht. Nö. So richtig. Richtige Story oder so gibt es hier irgendwie nicht. Nee, es gibt auch keine Hinweise, wo es weitergeht. Oh, Vorsicht, da oben ist wieder so ein Typ, der auf uns schießt. Was sind wir wieder? Ach, alles klar. Hier aus. Ja. Hier würde mal zur Arcology Anzahl. Ah, hier waren wir ja schon. Wir müssten. Ja, ja. Wollen wir Arcology Underside? Sollen wir da nochmal hin, oder? Können wir auch machen. Ich weiß nicht, wo das ist. Ja, Story. Es gibt keine richtige Geschichte, so, ne? Kein Leitfaden irgendwie. Genau. Also ich weiß auch nicht, wie diese Welten zusammenhängen oder so, ne? Das ist ja alles. Das war bei Remnant ein bisschen anders. Ja, Remnant hatte wenigstens so eine Alibi-Story. Ja. Das ist aber ganz gut, dann können wir nochmal diese eine Treppe benutzen. Genau, ja, stimmt. War die mit dem Flammenwerfer, ne? Nö. Ruhe hier. Ihre Laser schießen, ey. Richtig hardcore, die Viecher. Irgendwo muss doch hier noch so einer sein, ne? Ach, da ist er ja. Ja, schön. Mal wieder runter. Ja. So. Vorteil ist auf jeden Fall, ich bin wieder voll aufgeladen. Ich bin verwirrt. Warte mal, wie war das? Wir sind hier lang, ne? Und dann gab es hier eine Treppe. Genau, und dann kamen wir da nicht rüber. Genau. Unten sind diese Fische. Ja, das ist auch so eine Treppe. Gemacht. Alter, wie er noch rumwackelt da mit seinem Schwanz. Hier haben wir vorhin, glaube ich, auch angefangen wieder, ne? Oder? Ja, ich weiß auch gar nicht mehr. Hier zu diesem Endboss.
bin auch gerade am Überlegen. Ich glaube, ich weiß es. Ah. Vorsicht. Ja. Ist ja der Fahrstuhl, aus dem wir kamen, ne? Mhm. Hier ist wieder der eine Riss, der nicht Riss, diese eine Tür, die nicht aufging. Ah, hier liegt noch was. Da haben wir ein paar Aktionen für uns über. Ah ne, Hartglasmaterial haben wir bekommen. Ach ja, jetzt weiß ich, hier rein. Ah, sehr gut. Hier rein und dann da hoch. Ah, sehr gut. Kannst du die auch rufen? Den, ne? Nee. Schade, schade. Jetzt kommen wir wieder nach Alma Matrium. Ja. Alma Mater Atrium hört sich irgendwie an wie so ein Getränk oder so. Ja, genau. So ein Natursekt oder so. Lecker, lecker. Oh. Riesenloch. Ach ja, Mist. Letztes Mal sind wir hier mit dem Fahrstuhl. Wieso sind wir da hingekommen? Hm. Ist hier irgendwo noch eine offene Tür oder so? Nee, ne? Man kann den auch gar nicht mehr rufen. Ne, ich guck grad, ob hier... Der ist über uns jetzt. Ach, stimmt. Können wir nicht jetzt eigentlich von so einem Stein einfach irgendwo hinreißen? Ja, doch. Ja, dann müssten wir das noch können. Ich weiß noch nicht wohin. Oder wollen wir erstmal Feierabend machen? Warte mal, wir können ja noch mal kurz. Vielleicht ist der echt irgendwo. Ja. Ja. Oder willst du erst eine rauchen gehen? Obwohl wir haben. Ja. Etwas über den Stein. Ja, unsere anderthalb Stunden haben wir auch schon, ne? Ja. Ja, warum ist der wieder hier? Jetzt halt wissen. Unglaublich. Voll verwirrt am Rumlauf. Ja. Da unten ist auch wieder der eine Typ hier. Okay, den haben wir es auch ganz gut besorgt. Oder müssten wir den Fahrstuhl nochmal hoch? Können wir auch machen. Ich glaube, das macht Sinn, dass wir... Kannst aber trotzdem kurz mal eine rauchen gehen, wenn du möchtest. Ja, ach nee, ich würde dann eher aufhören, glaube ich. Okay, dann würde ich sagen, können wir ja nochmal den nächsten Stein anfassen. Und dann dann fangen wir da wieder an und machen den Feierabend. Ja. Ja, ja. Kann ich dieses Spiel nicht so lange spielen? Ja, es ist irgendwie... Es ist auch anstrengend irgendwann, ne? Weil man irgendwie... nicht so richtig weiß, wo sollen wir jetzt lang und also ja, also so für so ein Stündchen finde ich das ganz gut. Machen wir mal Streamer Riki aus und tschüss.